Hallo, es gibt ja mittlerweile zahlreiche Möglichkeiten im Internet Geld zu verdienen. Eine Möglichkeit davon sind Online-Umfragen. Generell kann man davon sagen, beziehungsweise kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, dass es sich bei den meisten Anbietern um seriöse Anbieter handelt und am Ende bekommt man auch wirklich seine Belohnung, das heißt seine Prämie in Form von Geld oder in Form von Gutscheinen dafür ausbezahlt. Generell sollte man sich eben bewusst sein, wenn man an Online-Umfragen teilnimmt, dass man eben teilweise auch persönliche Daten angeben muss, wie zum Beispiel Geburtsdatum, Geburtsort, Wohnort, monatliches oder jährliches Gehalt oder wem das schon zu sensibel ist, würde ich jetzt einfach mal sagen, für den sind Online-Umfragen dann in dem Fall auch leider nicht geeignet. Generell, wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Anbieter seid, bei dem ihr es mal probieren wollt, gibt es natürlich einige Sachen, die man schon mal vorab checken kann. Zum Beispiel gibt es bei den meisten Anbietern eine Auszahlungsschwelle, das heißt, erst ab einem bestimmten Betrag wird dann das Guthaben in Form von Geld oder in Form von Gutscheinen ausgezahlt. Das heißt also, man muss natürlich schon einige Umfragen bis zum Schluss beantworten, bis man auch wirklich dann seine Belohnung bekommt. Hier kann es natürlich schon den ein oder anderen Unterschied geben, denn es gibt Anbieter, die haben als Auszahlungsschwelle 5 Euro. Das ist natürlich sehr niedrig. Das heißt, hier bekommt man relativ schnell auch eine spürbare Belohnung. Es gibt aber auch tatsächlich Anbieter, bei denen ist die Schwelle 50 Euro oder sogar höher. Und es kann dann teilweise schon relativ demotivierend sein, wenn man dann wochenlang oder sogar monatelang Umfragen macht und keine direkte Belohnung dafür kommt. Das sollte man sich natürlich vorher anschauen. Was man sich auch generell vorher schon mal anschauen soll, wie hoch sind denn die Vergütungen für die einzelnen Umfragen? Das heißt, bekomme ich direkt eine Geldauszahlung für jede Umfrage auf mein Konto oder bekomme ich Punkte? Falls ja, was sind diese Punkte denn überhaupt wert? Beziehungsweise umgerechnet, wie viel Umfragen müsste ich denn theoretisch überhaupt erst einmal machen, um diese vorhin schon genannte Auszahlungsschwelle zu erreichen? Zu guter Letzt, was man natürlich auch noch checken sollte, ist die Art und Weise, wie dann das Guthaben eben ausgezahlt wird. Ich habe tatsächlich auch schon Anbieter gefunden, bei denen man sich ein extra Konto anlegen musste, um sich eben das Guthaben auszuzahlen. Das finde ich generell natürlich ist sehr unseriös. Hier sollte man also vorher schauen, auf welchen Wegen kann man sich das Guthaben auszahlen lassen, das heißt per Banküberweisung, per PayPal, etc. So, wenn man das beachtet hat, kann man sich dann auch schon auf die Suche machen. Ich würde jetzt hier mal meine 4 persönlichen Favoriten vorstellen und das auch gleich in der Reihenfolge. Ich habe die einige Monate ausprobiert und würde jetzt mal persönlich einiges dazu sagen. Vorher noch eine kurze Anmerkung. Es gibt natürlich Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte Umfrageanbieter. Das heißt, alle wirklich seriös miteinander zu vergleichen, ist relativ schwierig. Deswegen hier wirklich meine persönliche Erfahrung und dementsprechend ist das auch zu bewerten. Anfangen würde ich mit Toluna. Toluna ist ein relativ erfahrener Anbieter, den es schon viele Jahre auf dem Markt gibt. Toluna bietet natürlich Online-Umfragen an. Diese könnt ihr direkt auf der Seite abrufen oder euch eben auch per E-Mail informieren lassen, wenn es neue Umfragen gibt, was ich persönlich empfehle. Habt ihr euch eingeloggt, kommt ihr auf eine relativ übersichtliche Startseite, wo man eigentlich schon die meisten Informationen erhalten kann. Wie bei den meisten Anbietern kann man zum Beispiel auch Profilumfragen machen. Dafür gibt es unter Umständen auch schon Punkte bzw. eine Vergütung. Das dient dann dazu, um euch noch besser kategorisieren zu können, um eben auch die Umfragen besser auf euch zuschneiden zu können. Wenn ihr euch die Umfragen nicht per E-Mail zuschicken lassen wollt, könnt ihr natürlich hier direkt schauen, was gibt es immer Neues. Das heißt, auch hier gibt es immer eine kleine Auswahl an Umfragen. Das heißt, hier sind die Umfragen in dem Sinne nicht grenzenlos, sondern sind immer begrenzt irgendwo. Wir sehen hier zum Beispiel, hier gibt es eine Umfrage mit bis zu 1600 Punkten Vergütung. Natürlich sagt euch das jetzt nichts, 1600 Punkte, ist das viel oder wenig?
Und dazu gehen wir ja einfach mal auf die Belohnungen. Bei Toluna gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich belohnen zu lassen. Das heißt, man kann das zum Beispiel mit PayPal machen, Amazon-Gutscheine oder eben auch viele andere Gutscheine. Gehen wir zum Beispiel mal auf PayPal, sehen wir, was wir überhaupt für eine Schwelle haben. Wir haben hier zum Beispiel PayPal 35 Euro Guthaben, dafür brauchen wir stattliche 145.000 Punkte. Und das ist das, was ich ganz am Anfang gemeint habe. Schaut euch bitte die Auszahlungsschwelle an. Wir haben ja gerade gesehen, dass es für eine Umfrage 1600 Punkte gab. Das kann natürlich mal mehr sein. In vielen Fällen ist es aber auch deutlich weniger. Das heißt also, rechnen dann wir das mal ganz grob hoch, bräuchte man ungefähr 100 Umfragen, die man richtig beantwortet, um eben diese Schwelle zu erreichen. Jetzt könnte man sich denken, okay, 100 Umfragen ist noch relativ übersichtlich, aber es ist natürlich so, dass viele Umfragen generell in dem Bereich auch nicht beendet werden können. Das heißt, man passt von Anfang an nicht ins Profil, zum Beispiel vom Geschlecht oder vom Alter her. Man beantwortet viele Fragen sinnfrei, das heißt, man wählt sie einfach nur wahllos aus oder man fällt durch eine Testfrage durch oder die Umfrage ist ganz einfach schon voll mit anderen Teilnehmern. Manchmal ist es auch sehr ärgerlich, da wird man auch erst kurz vor Schluss einer Umfrage rausgeschmissen. Eine durchschnittliche Umfrage, würde ich sagen, dauert ungefähr 10 Minuten und somit kann man sich ganz einfach hochrechnen, wie lange es eben braucht, bis man so eine Auszahlungsschwelle zum Beispiel erreicht hat. Ein Amazon-Gutschein mit 40.000 Punkten im Wert von 10 Euro kann man dementsprechend natürlich eher erreichen. Man sollte natürlich bedenken, dass ein Gutschein an und für sich immer schon viel weniger wert ist wie wirklich bares Geld, da man hier natürlich unter Umständen für die gekaufte Ware auch noch Versand zahlen muss. Den Gewinn bzw. die Gewinnmarge des jeweiligen Anbieters muss man natürlich auch noch mit rausrechnen und man muss natürlich auch noch schauen, was man überhaupt für ein Produkt sich dafür kaufen kann. Deswegen empfehle ich bei solchen Umfrageanbietern, sich immer das Geld bar auszahlen zu lassen, da man da eindeutig am meisten von hat. Generell aber Toluna ein wirklich seriöser Anbieter. Wie gesagt, das Einzige, was mich hier ein bisschen nicht so erfreut, ist eben die hohe Auszahlungsschwelle. Ansonsten würde ich, wenn ihr regelmäßig mitmacht, Toluna auch empfehlen. So, dann sind wir bei meiner persönlichen Nummer 2 und das wäre dann Swagbucks. Swagbucks ist ein etwas neuerer Anbieter, der nicht nur Online-Umfragen anbietet, sondern auch ganz viele andere Möglichkeiten, um Geld zu verdienen. Es ist, wenn ihr hier auf die Startseite kommt, erstmal ein bisschen unübersichtlich. Wollt ihr aber die Online-Umfragen beantworten, braucht ihr hier oben nur auf Antworten zu gehen. Man bekommt seit neuestem immer hier schon mal eine Umfrage vorgeschlagen. Das Kästchen kann man sich natürlich auch ausblenden lassen. Ich mache das jetzt mal weg und zeige euch mal die Seite für die Online-Umfragen. Wir haben hier, wie ihr seht, eine ganz große Liste an Umfragen und das ist eben auch der große Vorteil von Swagbucks. Das heißt, ihr habt im Prinzip eine unbegrenzte Anzahl von Umfragen. Hier muss man ein bisschen aufpassen, das kann schon ein kleines bisschen süchtig machen. Man sollte aber auch hier etwas mit Bedacht rangehen, denn das ist in dem Sinne natürlich kein Freifahrtschein, um jetzt Geld ohne Ende zu machen. Das hat natürlich auch wieder seine Hintergründe. Es ist natürlich so, dass die Qualität der Umfragen hier auf dieser Seite meines Erachtens nicht besonders hoch ist. Das heißt, es ist gefühlt ungefähr so, dass 9 von 10 Umfragen, die ihr beginnt, gar nicht beendet werden können. Das heißt, ihr passt entweder nicht ins Profil rein, eure Daten passen nicht, die Umfrage ist angeblich schon voll und manchmal kommt auch kurz vor Beendigung einer Umfrage einfach eine Fehlermeldung. Und dann kann es durchaus sein, dass man eine 10-minütige Umfrage ganz einfach mal für umsonst gemacht hat. Das ist dann teilweise schon ein bisschen ärgerlich, deswegen ist Swagbucks für mich auch kein führender Anbieter. Aber wenn ihr einen längeren Atem habt, ein bisschen Geduld oder ganz einfach Zeit und Lust, könnt ihr hier durchaus einiges an Geld machen.
Wir haben jetzt eine Liste, die könnt ihr euch ordnen lassen nach benötigter Zeit, das heißt nach Länge der Umfrage. Die Länge der Umfragen geht schon bei einer Minute los und geht dann ja fast bis zu einer Stunde teilweise. Das ist natürlich schon sehr lang. Ihr könnt euch natürlich auch die Liste ordnen lassen nach Menge der zu gewinnenden Punkte. Und das geht dann bei 10 Punkten ungefähr los und geht hoch bis zu, hier haben wir es 100 Punkte, 150 Punkten, teilweise auch noch mehr. Wie gesagt, man muss natürlich bedenken, die Zeit hier vorne ist natürlich auch nur grob gerundet und meines Erachtens auch immer ganz grob abgerundet. Also die 20 Minuten sind meistens erachtens dann ein bisschen mehr. Und wie schon gesagt, wenn ich jetzt die Umfrage beginne, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es bis zu den 100 Punkten schaffe, leider relativ gering. An und für sich, hier oben habt ihr dann eure Übersicht über euer Konto und natürlich auch über eure Punkte bzw. die Möglichkeit auch eure Punkte einlösen zu lassen. Auch bei Swagbucks gibt es, wie schon bei Toluna, die Möglichkeit, sich das Geld bar per Paypal auszahlen zu lassen oder auch via Gutscheine. Wie schon gesagt, ich bevorzuge ja immer die Barauszahlung, da ihr da wirklich am meisten von habt. Das Paypal-Guthaben in Höhe von 5 Euro gibt es neuerdings schon für 500 Punkte. Vorher waren das meines Erachtens 555 Punkte. Wie gesagt, das hört sich jetzt nicht viel an, 500 Punkte. Wenn es für eine Umfrage bis zu 200 Punkte gibt, da könnte man meinen, okay, 4-5 Umfragen, dann habe ich die 5 Euro voll. Es ist aber leider so, wie schon gesagt, dass man viele Umfragen beginnen muss, bis man auch wirklich mal eine beenden kann. Das heißt, es ist ja schon ein kleines bisschen Verwirrung, sage ich mal. Liegt auch daran, dass wirklich teilweise die Qualität der Umfragen nicht ganz so hoch ist. Oftmals werden auch die Sprachen bei den Umfragen ein bisschen durcheinander gebracht. Das heißt, es ist nicht ganz so qualitativ hochwertiges Deutsch, was dort dann geschrieben wird. Viele Daten werden auch doppelt abgefragt, da man von einem zum anderen Anbieter geleitet wird. Das heißt, die Umfragen an und für sich kommen nicht direkt von Swagbucks, sondern von Anbietern im Hintergrund. Da kann es zum Beispiel auch mal sein, dass ihr dann bei Swagbucks eine Umfrage von Toluna zum Beispiel macht. Generell würde ich aber trotzdem sagen, ist Swagbucks ein seriöser Anbieter. Die Auszahlung funktioniert immer einwandfrei. Das dauert dann meistens 2 bis 3 Tage. Und wie schon gesagt, ich empfehle immer, sich das Geld in bar auszahlen zu lassen, da man da unterm Strich wirklich das meiste von seinem Geld hat. Und jetzt sind wir schon bei meiner persönlichen Nummer 2, und zwar das ist Entscheider Club. Entscheider Club ist ein wirklich sehr seriöser Anbieter, den es auch schon sehr lange auf dem Markt gibt. Und hier gibt es eigentlich fast nichts, was dagegen spricht, diesen auch mal auszuprobieren oder auch länger anzuwenden. Habt ihr euch eingeloggt, kommt ihr dann auf eine sehr übersichtliche Seite. Das heißt, hier gibt es keine Sachen wie irgendwelche anderen Spieletests oder irgendetwas, sondern hier geht es wirklich hauptsächlich um Umfragen. Natürlich könnt ihr euch auch hier wieder aktuelle Umfragen per E-Mail zuschicken lassen, was ich auch empfehlen würde, denn da verpasst ihr dann wirklich nichts. Geht ihr auf die Seite von Entscheider Club und loggt euch ein, könnt ihr dann natürlich auch in der Hauptübersicht euch hier die Einladungen anschauen und auch hier direkt dann Umfragen starten. Die Umfragenanzahl ist hier allerdings begrenzt, das heißt, es ist immer unterschiedlich, wie viel man zugeschickt bekommt. Ich würde mal grob sagen, in der Woche ca. 3 bis 4 Umfragen. Das ist aber sehr abwechselnd, je nach Intensität, aber eben auch je nach Qualität, wie wahrheitsgemäß ihr eben auch selbst eure Umfragen ausfüllt, beziehungsweise wie viele dementsprechend auch beendet. An und für sich ist es hier so, dass ihr pro Umfrage direkt einen Eurobetrag gutgeschrieben bekommt auf eurem Konto. Das finde ich immer sehr übersichtlich und diesen Betrag bekommt man auch schon vor Beginn der Umfrage angezeigt. Das heißt, ihr bekommt eine E-Mail und dort steht zum Beispiel, eine neue Umfrage ist verfügbar. Sie ist geeignet für Tablet und Desktop oder Rechner. Das heißt, ihr könnt die zwar auch mit dem Smartphone machen, das wird dann meistens aber sehr, sehr unübersichtlich, weil die Seiten sehr groß sind. In dem Fall würde es dann 2 Euro für diese Umfrage
geben. Und hier kann man auch ungefähr sagen, pro Euro dauert eine Umfrage ungefähr 10 Minuten. Das wären in dem Fall also 20 Minuten. Man sieht also, hier kann man pro Umfrage schon sehr viel Geld verdienen im Vergleich zu anderen Anbietern. Aber wie schon gesagt, die Umfragen hier sind natürlich begrenzt. Das generell veranlasst mich aber dazu, Entscheider Club zu meiner persönlichen Nummer 2 zu machen, da es wirklich ein sehr seriöser Anbieter ist und auch die Umfragen an und für sich sind wirklich qualitativ hochwertig und man hat auch wirklich eine sehr hohe Quote, diese Umfragen auch beenden zu können. Das heißt, man wird hier nicht einfach wie bei anderen Anbietern grundlos zwischendrin rausgeschmissen. Wenn es also Umfragen gibt, kann man die wirklich zu einem großen Teil auch wirklich beantworten und auch wirklich abschließen und seine Vergütung dafür eben auch bekommen. Bei Entscheider Club generell ist es so, hier gibt es eine Auszahlungsschwelle, wie natürlich bei fast allen Anbietern. Diese beträgt aber nur 10 Euro und wie schon gesagt, diese 10 Euro könnt ihr durchaus mit 5 bis 8 Umfragen, würde ich mal grob schätzen, voll machen, vielleicht auch 10 Umfragen. Das dauert dann einige Wochen, aber wie gesagt, unterm Strich habt ihr hier wirklich relativ wenig Arbeit für relativ viel Guthaben. Sind die 10 Euro dann voll bei Entscheider Club, wird automatisch ausgezahlt, ihr braucht euch also um nichts mehr zu kümmern. Hier unten gibt es eine Möglichkeit, das Guthaben dann noch zu spenden, wer das möchte. Das müsst ihr natürlich nicht machen, ist natürlich jedem frei überlassen. An und für sich gibt es hierzu gar nicht mal viel zu sagen. Ich würde grob sagen, dass man im Monat vielleicht ca. 10 bis 15 Euro erreichen kann, je nachdem, wie viele Umfragen man auch beginnt bzw. wie viel eben auch angeboten werden. Und jetzt kommen wir zu meiner persönlichen Nummer 1. Das ist meinungsplatz.de. Ähnlich wie Entscheider Club ist Meinungsplatz auch ein sehr seriöser Anbieter, den es schon seit vielen Jahren gibt. Auch hier gibt es Vergütungen direkt pro Umfrage in Euros, die wir vorher natürlich auch angezeigt bekommen. Die Umfragen kann man sich natürlich auch per E-Mail zuschicken lassen und somit verpasst man nichts. Habt ihr euch angemeldet und eingeloggt, dann kommt ihr hier auf eine sehr übersichtliche Seite und die hat man zum Beispiel auch unter dem Button mit Meine Umfragen. Und das sieht man eben, welche Umfragen zum Beispiel zurzeit verfügbar sind. Auch hier im Prinzip würde das gleiche Schema umgerechnet, kann man sagen, pro 10 Minuten Umfragedauer ungefähr 1 Euro Vergütung. Das ist also branchenüblich bzw. liegt eigentlich sogar noch drüber. Weiter unten habt ihr dann die Möglichkeit, euer Guthaben zu verwalten, das heißt eben auch auszahlen zu lassen. Bei Meinungsplatz gibt es eine Auszahlungsschwelle von 15 Euro, die man je nach Intensität der Nutzung schon nach einigen Wochen erreicht haben kann. Ich würde sagen, circa nach 4 Wochen habt ihr die 15 Euro voll und dann könnt ihr die Überweisung anfordern und habt die dann nach wenigen Tagen auf eurem Konto. Das Gute an Meinungsplatz ist auch ähnlich wie zum Beispiel bei Entscheider Club, dass die Qualität der Umfragen sehr hoch ist. Das heißt, es gibt zwar weniger Umfragen wie zum Beispiel bei Swagbucks, aber die Qualität ist eben so, dass man auch eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit hat, die Umfrage am Ende auch tatsächlich beenden zu können. Das heißt, bei Meinungsplatz hat man relativ wenig Arbeit und bekommt dafür relativ hohe Vergütungen. So, ich hoffe mal, ich konnte euch ein bisschen helfen bei eurer Findung nach einem geeigneten Umfrageanbieter und ich bedanke mich fürs Zuschauen.